Hallo Freunde und willkommen zurück zu Skyrim. Wir sollen herausfinden, wonach die Vampire suchen. Und deshalb sind wir in der letzten Folge hierhin gereist. Aber wir können ja trotzdem nochmal einen Blick in die Karte werfen. Das würde ich empfehlen, denn das Ziel befindet sich hier irgendwo auf dem Berg oben. Und ich habe noch nicht so genau die Ahnung, wie man da hinkommt. Da ist die Festung Dunstadt direkt davor, wo wir stehen. Problem ist auch, die Inhaber der Festung Dunstadt sind uns nicht freundlich gesonnen. Das heißt, wenn wir da jetzt durchlaufen, werden die uns töten. Wir müssen aber jetzt erstmal in die andere Richtung, nämlich hier drüber. So, da laufen wir einfach mal außen rum. Ich will nämlich jetzt nicht alle töten. Ich weiß nicht, ob wir die noch für irgendwas gebrauchen können später. Keine Ahnung. Komm, wir rennen mal ein bisschen, dann geht es hier auch schneller. Und wenn mich nicht alles täuscht, ihr wisst ja, ich habe mein System neu gemacht, dann müsste jetzt auch die Erweiterung Dawnguard auf komplett deutsch sein. Nicht nur mit deutschen Untertiteln, sondern komplett. Da war tatsächlich eine Modifikation, die gestört hat. Ich habe das Spiel jetzt komplett ohne Modifikation. Nur das High-Resolution-Paket habe ich installiert. Aber das ist ja standardmäßig dabei gewesen. Beziehungsweise das wurde Karte kurz nach Release mit einem Patch nachgeschoben. So, da vorne steht auch schon jemand. Der spannt seinen Bogen. Ich weiß nicht, ob er mich sieht. Oder sie. Aber sieht so aus, ne? Ich glaube, die schießt auf mich. Die Alte. So, ich stelle mich nochmal hier hoch. Und da ist ein Drache. Leckt mich am Arsch. Feinde und Drachen gleichzeitig. So, warte mal. Wir stellen mal um hier. Auf den Jagdbogen der Funken. Na komm. Der ist viel zu weit weg. Den treffe ich so nicht. Vielleicht haut er auch wieder ab. Ich weiß es noch nicht. So, wir haben jetzt einen Pfeil gespannt. Wie kann ich den Pfeil jetzt wieder loslassen, ohne abzuschießen? So, da vorne ist der Drache. Aber der segelt. So, komm. Scheiß drauf. Wir können ja den Pfeil und Bogen eigentlich draußen lassen. Wenn wir welche von dieser Festung hier erledigen müssen, sollen, wollen, was auch immer. Aber müssen wir gar nicht. Wir müssen einfach nur in die andere Richtung. Nämlich nach da. Beziehungsweise gucken wir mal, ob es da irgendwie hochgeht. So, hier, ich schalte nochmal schnell um. Moment. Auf meinen Zwergen-Zweihänder. Der ist mir nämlich lieber. Du brauchst den jetzt nicht auszurüsten. Wir gehen einfach mal die Richtung hier weiter. So, komm. Wir rennen mal ein bisschen. Wir haben ja auch hier unseren Schrei, den Wirbelwindschrei. Da können wir auch so schnell ans Ziel kommen. Wir probieren das mal. Das hat geklappt. Hervorragend. Ganz großes Kino. So, wir sind jetzt irgendwie hier oben, aber da geht es scheinbar nicht weiter. Ich schaue nochmal schnell auf die Karte. Wir sind hier. Ja, ich glaube, wir müssen weiter da irgendwie dahinter. Da muss noch ein Weg sein. Müssen wir nochmal gucken hier. Kommen wir denn da hoch? Wir probieren das nochmal. Auch mit Rennen geht es leider nicht. Dann müssen wir mal eine Abzweigung weiter drüben nehmen. Das hier vielleicht. Nee, da geht es auch nicht weiter. Leute, mach keine Sache mit mir. Ich will da nur hin. Mehr will ich gar nicht. Aber dann gehen wir doch vielleicht diesen Weg. Da ist doch gar kein Weg. Mann, das ist doch wieder eine Scheiße hier, du. So, geht's da hoch? Nö, da geht's natürlich auch nicht hoch. So, wir können jetzt eins machen. Wir laufen jetzt hier am kompletten Berg. Beziehungsweise vielleicht noch ein Stück geradeaus und dann da so rüberschlängeln. Das könnte gut möglich sein. Wir probieren das jetzt nochmal. Einfach hier weiter, jetzt ziemlich nah an der Festung entlang, ist ja egal. Und wir rennen da jetzt einfach mal vorbei. Die werden uns schon nichts machen. Außer mit Pfeil und Bogen auf uns schießen. Aber gut, scheiß drauf. So, da ist ein Weg. Ich glaube, den Weg müssen wir jetzt einfach nur nehmen. Naja, wie so ein richtiger Weg sieht es nicht aus. Doch, ist wohl einer. Und jetzt hier irgendwie hoch. Ich höre wieder diese schöne Musik im Hintergrund. Ich liebe dieses Lied. Und wir müssen nochmal auf die Karte schauen. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Da müssen wir ganz außen rumgehen, oder was? Tatsächlich. So, hier nochmal weiter. Ich hoffe, dass wir das finden. Wieso gehen wir denn gleich auf dem Weg weiter? Hier ist doch ein Weg. Der führt doch direkt nach oben ans Ziel. Das ist doch was. Und wo ist dieser bescheuerte Drache hin? Und was haben wir hier? Das sieht sehr seltsam aus.
So, können wir das anklicken? Ne, können wir gar nicht anklicken. Wo sind wir denn hier? Komisch, da wird gar kein Ort eingezeichnet. Was soll das? Wir müssen, glaube ich, da aber weiter hoch. Beziehungsweise wir können natürlich schon mal schauen, wenn wir dann schon gerade hier sind, ob da nicht irgendwas Brauchbares rumliegt. So, Eisenpanzerhandschuhe. Die Truhe ist leer, das brauchen wir nicht. Die Spitzhacke können wir auch liegen lassen. Ich glaube, da haben wir noch eine im Inventar stecken. Da haben wir drei Dietrische. Und die Handschuhe, die können wir liegen lassen. Okay. So, die Richtung müssen wir weiter hoch. Wenn ich mich nicht verschaut habe. So, dann rennen wir einfach mal hoch hier. Wir müssen nämlich jetzt den ganzen Weg hoch, um herauszufinden, wonach die Vampire suchen. Allerdings, was uns da erwartet, ich habe noch keine Ahnung. Was ist denn das Geiles hier? Das sieht auch ziemlich mächtig aus. Was ist denn das? Kann man noch nicht mal anklicken und es wird schon wieder kein Ort angezeigt. Bisschen schade. Oh. Oh, da wohnen die Riesen. Alter. Der guckt schon, da raucht seine Pfeife da unten und guckt zu uns hoch. Aber wir sind zu weit weg. Er interessiert sich nicht für uns. Ist auch ganz gut so. So, ich muss leider schon wieder auf die Karte schauen. Wir müssen ja noch ewig weit geradeaus. Sieht ja auch irgendwie so aus, als würde es dunkel werden. Zumindest kommt mir das so vor, als wäre die Karte dunkler geworden. Warum auch immer, wenn man jetzt hier mal auf die Karte schaut. Ich weiß nicht, ich habe die irgendwie heller in Erinnerung. Wer weiß das schon, was da alles schiefgegangen ist, als ich mein System neu gemacht habe. Keine Ahnung. So, hier sind lauter seltsame Figuren. Die mich allerdings momentan nicht sonderlich belasten. Ich glaube, wir müssen einfach nur weiter diesen Weg hoch. Und wir rennen mal wieder ein bisschen. Feinde sind da irgendwie keine. So. Springen wir mal drüber hier. Und dann gucken wir mal, ob wir da am Ziel sind. Da vorne. Ich wollte schon sagen, da leuchtet was, aber das sind nur Schneeverwehungen. So, wir sind aber gleich so ziemlich ganz oben. Höher geht's gar nicht. Und wir schauen nochmal auf die Karte. Wir müssen da weiter nach rechts. Hier hin. Wie kommen wir denn da hin? Da ist doch gar nichts. Willst du mich hier verarschen oder was? Vielleicht können wir da irgendwie durch. Wer weiß das schon. So, da ist auf jeden Fall noch ein Weg, aber keine Ahnung, wo der hinführt. Da geht wahrscheinlich eher wieder runter. Ich gehe nochmal hier hoch. Das sieht doch ganz gut aus hier. Was ist denn das hier? Ist auch schon wieder so eine komische Figur. Stahlkriegsaxt des Unbehagens. Eisenhelm der großen Illusion. Wundertrank der Gesundheit. Begräbnisurne durchsuchen. Und da sind auch nochmal 8 Gold. Was ist denn da los? Da wie Weihnachten hier. Und ich sage immer, man findet hier keine Schätze in Skyrim. Was war das eben gerade? Ein Schatz. So, wir sind ganz oben. Wir können hier mal die wunderschöne Aussicht genießen. Die Frage ist nur, wo müssen wir jetzt genau hin? So, wir müssen grundsätzlich in die andere Richtung. Da müsste doch irgend so ein kleiner Abhang sein. Wir müssen da irgendwie wieder zurück und dann da hoch. Beziehungsweise, wenn ich richtig liege, vielleicht sieht es ja auch auf der Karte nur so ein bisschen falsch aus und der Eingang ist eigentlich unten und nicht oben am Berg. Ich habe keine Ahnung. Wir werden das jetzt nochmal probieren. So, ich renne nochmal. Wir müssen ja hier auf jeden Fall rüber. Das haben wir ja gesehen gehabt. Die Frage ist nur, wie weit müssen wir da rüber? Wir müssten doch jetzt eigentlich, das müsste doch genau hier sein. Aber wie kommen wir da hin? Verdammt nochmal. Ich gehe jetzt mal hier rum. Und hoffe mal, dass wir das so langsam aber sicher finden werden. Naja, hier sieht es auch schon wieder sehr schlecht aus. Beziehungsweise nochmal auf die Karte schauen. Wir sind direkt davor. Also gehen wir mal hier weiter und da vorne wieder hoch. Ups, das habe ich falsch das gedrückt. Passiert mir ja auch ständig irgendwie. Dass ich statt W auf Q drücke und dann kommt man in das Favoritenmenü. So, was haben wir hier Schönes? Da waren wir doch schon. Nee, da waren wir noch nicht. Wer ist denn das? Da waren wir natürlich noch nicht. Das habe ich jetzt mit dem einen Ort verwechselt, wo wir vorhin was gefunden haben.
So, ich will auch mal gucken, ob da oben was ist auf diesem Berg. Ihr seht es schon. Wir müssen wahrscheinlich dahin, wo eben gerade dieser eine Kerl war. So, dann gehen wir noch mal hin. Hallo, mein Fremder. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen. Was ist mit dir los, du Penner? Der Bandit. Das ist ein lauter Bandit. Der Fürstenstein entdeckt. Und du gehst auch sterben. Das hast du jetzt davon. Mir steckt zwar noch ein Pfeil im Kopf. Sieht sehr lustig aus, aber ist okay. So, was haben wir denn da hier? Der Fürstenstein aktivieren. Was bringt der denn? Wer unter dem Zeichen des Fürsten steht, ist resistent dagegen magischer Schaden und physischen Schaden. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal anhaben. Einmal haben. Was wir können, ist annehmen. Das machen wir jetzt auch. Entschuldigung. So, das brutzelt da noch ein bisschen. Hört sich ja gerade an, als würde ich mir eine Pfanne braten mit irgendwas drin an. Mit irgendwas drinnen. So, was nehmen wir dann hier mit? Granatstein, Wein, der kann er alles behalten, den Schrott. Aber dein Gold wollen wir haben, den Amethyst auch. Okay, da vorne ist noch einer. Der hat auch noch einen Dietrich und nochmal 3 Gold. Das lohnt sich ja fast gar nicht. So, nochmal auf die Karte schauen. Wir sind kurz davor. Da vorne müsste es irgendwie sein, aber da ist gar nichts. Ne? Man sieht überhaupt nichts. Es wird doch nicht doch unten am Berg sein und gar nicht oben. Irgendwie befürchte ich sowas. So, es geht runter, aber ziemlich weit. Ich gehe jetzt auch nochmal ganz nach oben. Komm, wir rennen da jetzt nochmal. Da kommen wir nicht hoch. Oder doch? Gehen wir mal außen rum. Ich ahne es fast. Der Eingang ist unten irgendwo. Oder auf jeden Fall dahinter. Weil wir sehen es ja oben an unserer Leiste. Diese Markierung. Ach du lieber Gott. Wenn ich da jetzt runterrutsche, dann kommen wir wahrscheinlich nie wieder weg. Das ist auch hier links neben uns. Aber da ist keine Höhle. Da ist keine Höhle. Da unten sieht auch so ein bisschen komisch aus. Spring da jetzt mal runter hier. Nee. Das ist natürlich jetzt scheiße, was wir gemacht haben. Wer weiß, ob ich da jemals wieder rauskommen werde. Jetzt sind wir wieder ganz unten. Na, hast du ja hervorragend hinbekommen, Kryo. Okay, das macht aber nichts. Wenn wir schon mal unten sind, dann gucken wir auch an, ob das von unten da irgendwie zu finden ist. Da ist doch was hier, oder? Nee. Diese komischen Schatten. Trübhöhlengruft entdeckt. Da müssen wir doch hin. Wo ist denn der Eingang hier? Wo ist denn hier dieser beschissene Eingang? Dass er da irgendwo versteckt. Natürlich, da ist es doch. Mann, Mann, Mann. Ab geht's. In die Gruft. Rausfinden, was die Vampire wirklich vorhaben. Ich bin gespannt. So, es kommen erstmal ewig lange Ladezeiten. Doch nicht. Aber das Licht ist irgendwie dunkler geworden hier. Und es kommt schöne, unheimliche Musik. Ich gucke jetzt nochmal auf die Karte. Trübhöhlengruft. Da sind wir nämlich genau richtig. Finde heraus, wonach die Vampire suchen. Dann müssen wir da rein und dann irgendwie nach oben. Beziehungsweise von mir aus gesehen nach links. Dann schauen wir doch mal. Diese Wächter wissen nie, wann sie aufgeben müssen. Ich dachte, wir hätten ihnen an ihrer Halle eine Lektion erteilt. Alleine hierher zu kommen, ein Dummkopf, so wie all die anderen. Aber er hat gut gekämpft. Doch Jeron und Bresoth waren ihm nicht gewachsen. Die beiden haben bekommen, was sie verdient haben. Ihre Arroganz wurde unerträglich. Das ganze Gerede macht mich ganz durstig. Vielleicht kommt bald schon ein weiterer Wächter. So, wo sind denn die beiden, die sich eben gerade unterhalten haben? Ich sehe das gar nicht. Ist momentan so dunkel. Ah! Junger Vampir.
Ich sehe zwar nichts, trotzdem haue ich sie gnadenlos um. Mann, Mann, Mann. Okay, scheint erstmal hier alles geklärt zu sein. Und wir müssen hier weiter suchen. Da führt kein Weg vorbei. Und ich würde sagen, hier in dieser Höhle machen wir in der nächsten Folge weiter. Also, macht's gut, bis dann.